Marina Ovsyannikova, welcome to the program. Marina Ovsyannikova, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Sie haben einen Protest gemacht im Staatsfernsehen, der in der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt hat. Ich wollte Sie nur von einem zwischenmenschlichen Level fragen. Haben Sie jetzt Angst? Я понимаю, что моя жизнь безвозвратно изменилась. Я не думаю, что какая-то сильно печальная участь меня ожидает. Nein, ich habe tatsächlich keine Angst. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Denn die letzten Jahre als Journalistin beim Staatssender ist mir bereits aufgefallen, dass die Propaganda hier in eine Richtung geht, mit der wir uns als Journalisten nicht wohlgefühlt haben. An unauthorized public event is what the court circa 30.000 Rubel mussten Sie zahlen dafür, was Sie hier gemacht haben. Glauben Sie, die Strafe wird noch höher werden? Natürlich ist das jetzt dem Kreml ganz entgegen. Das könnte Ihnen bis zu 15 Jahre Haft einbringen, tatsächlich in einem Gefängnis und natürlich viele Tausende US-Dollar in Strafen. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr viele verschiedene Nachrichten verbreitet bei diesem Sender und bei diesem Propagandasender haben wir uns schlussendlich dazu entschlossen, damit aufzuhören. Und für mich war das einfach ein wahnsinnig wichtiger Schritt, auch ungeachtet der Strafen, mich hier zu äußern. Marina, can I just ask you, you are an ordinary Russian woman who worked for state television. You have two children. What on earth made you do this? How did you decide to do it? Sie haben zwei Kinder. Sie hatten eine erfolgreiche Karriere. Warum haben Sie das gemacht? Für mich war es einfach seelisch sehr wichtig, diesen Schritt zu gehen und mich hier ganz klar dem Regime entgegenzusetzen. Werbung.